I whip my hair back and forth, I whip my hair back and forth, I whip my hair back and forth. So, herzlich willkommen zurück. Wer daraus kein Meme macht, ist selber schuld. Wir haben nur noch 2 Jahre. Artikel 13 von mir, töte die Bitch. Wir machen heute so ein YouTuber-Gericht, aber eigentlich ist es kein Gericht, denn ich wollte eigentlich Cola probieren, habe dabei aber ein Video von Flo gesehen und dieses Video machen wir heute, denn wir machen heute eine Cola. Eigentlich ist es ein Ich-Versuch und ein YouTuber-Essen zusammen, aber weil LeFloid im Titel mehr Klicks bringt, ist es ein YouTuber-Essen. Wenn ihr schon hier seid, abonniert doch den Kanal, weil ich bin auch ganz lustig und ein bisschen dick, also nicht gefährlich für eure Freunde. Weißt du, was ich mal kurz mache in der Zwischenzeit? Ich komme sofort wieder. Okay. Ich kann nicht atmen hören. Hör auf zu schreien, wenn ich dich jetzt aus dem Keller hole, hörst du sofort auf zu schreien. Schieb das mal hier weg. Halt den Mund. Ich wusste, dass du das nicht aushältst so lange. Hab ich dir auch gesagt. Komm, ich steck das jetzt da rein, dann. Leblos fast schon. Na, scheiße. Brauchst du Hilfe? Nee, alles gut. Hallo. Mal was? So, 2 Teelöffel. Ingwer, hat Flo gesagt in seinem Video. Ich mache eine Sache nur anders, ne? Eine Sache mache ich anders als LeFloid. Ich glaube, was wichtig ist für uns alle, ist, dass wir... der hat die Färbung nicht richtig hinbekommen, weil er Farbmittel verwendet. Und ich habe dafür noch einen Geheimtrick, den ich in ein paar anderen Rezepten gefunden habe. Und den verwende ich einfach. Der ist nämlich eigentlich auch nur für die Färbung. Aber der ist so geheim. Große Frage ist halt, habt ihr schon mal da draußen Cola gemacht? Weil es scheint nicht so sonderlich krank schwer zu sein, ne? So, das sind doch so 2 Teelöffelchen voll, ne? Wenn man das hier so ein bisschen zusammen macht. So, jetzt haben wir wenigstens mal Ingwer. Eine von 2 von den Sternanis-Ecken. Wo ist Sternanis? Ich habe hier immer noch mein Oma-Beutel. Ich habe nämlich Sternanis geholt. Ich wusste, das haben wir auch bei Mikey mal benutzt, weißt du? Bei der Pin. Flo sagt maximal 2 von diesen Ecken. Und dann Messerrücken. Kann ich, Flo. Kein Problem. Oh shit. Eine große Zitrone. Die sind voll unbehandelt. Die haben sogar Dinger. Und die muss man dann so reiben, ne? Also der macht das halt so, aber ich reibe das halt hier in unsere Reibeplattform alles mit rein. Dann habe ich das nämlich auch alles schön zusammen. Und er sagt immer geringer Druck, damit man nicht diese bittere Schale mit erwischt. Ihr merkt, ich bin sehr schwach. Deswegen sieht das aus, als würde ich feste drücken. Aber ist nicht so. Was Flo als nächstes macht, ist folgendes. Der nimmt sich, und das hatte ich auch noch nie so, eine Vanulli, 3 cm von der Schote. Da 3 cm, das ist ein Längengrad, wo ich mich auskenne. Der schneidet den Anfang weg, warum auch immer, kann ich euch nicht erzählen. Guckt Flo's Videos, ich kenne mich nicht aus. 3 cm so? Ja. Das sind 3 cm. Weiß ich nicht. Dann hauen wir das mal wieder hier rein, damit das weiter aromatisiert oder so ist. Zack, 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 zack. Kleine Limette. Limetten riechen immer so wie ein heftiger Abend im Sommer saufen, ne? Das ist so pures Alkoholerlebnis. Das ist so ein richtiger Calperinia-Effekt gerade. Richtiger Calperinia-Moment hier. So, ich glaube, ich habe die jetzt komplett genötigt hier, die Limette. Die ist auf jeden Fall mit reingerieben, Alter. Okay, 500 Milliliter Wasser zum Kochen bringen. Cool. Also Zimt und Muskatnuss. Und ich tue das alles jetzt hier rein, ne? Oh, oh, hella, hella. Okay, dann das Zeug hier, ne? Kommt auch alles noch mit rein. Boah, ordentlich. Ey, das ist eine Cola? Habe ich jetzt die Mengenangaben mir nicht angehört, aber ich bin Zimt-Fan. Das sollte ein Teelöffel gewesen sein. Ja, ja. Und dann Muskatnuss. Herr Müller! So, und wie lange? Naja, gute 20 Minuten vor sich hinköcheln lassen, ne? Kriegen wir hin. Wir sehen uns sofort wieder. Und zwar jetzt. Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben auch immer Durst. Da sind wir dabei. Also, wir müssen das Ganze jetzt sieben. Flo macht das mit so einer Küchenrolle, damit da der grobere Faser-Ding. Flo macht das so intelligent. Wir sind so Hardcore-Asi-Rednecks geworden eigentlich. Das ist schon richtig schwierig. So. Hä? So, jetzt kommt das durch die Möhre durch hier. Kommt da überhaupt was raus? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe hier was falsch gemacht. Drücken wir mal die ganze Möhre hier aus. So. Warum ist das so wenig? Das sollte eigentlich schon ordentlich viel sein, ne? Zeba ist aber sehr gut.
Ja, ich weiß auch nicht, wir haben halt diese Qualitätszebers immer, ne, die so sehr teuer sind. Boah, das ist echt ein Qualitätszeber. Ich glaube, ich habe es zu hoch kochen lassen. Es hätte weniger, weil das zerplatzt auch gerade voll. Also ich habe da jetzt schon mit ordentlich Druck. Fuck, hier ist auch ordentlich Zimt in dem Ding drin, was nicht sein sollte. Ha. Ha. Das ist mein Leben. Jetzt in der Zwischenzeit, während der hochkocht, hier mein geheimer Trick. Das ist nämlich Zuckerfarbe. Das hat Flo nicht gehabt. Normalerweise, angeblich in anderen Videos, wurde so die schwarze Farbe in den Cola-Sirup reingemacht. Geil. Weißt du, für was das normalerweise ist, Zuckercouleur? Um Fleisch schwarz zu machen. Habe ich auch noch nie gesehen, Bratenfleisch oder Bratensoße. Wer will das? Weiß ich auch nicht, habe ich auch nicht gerafft. Ihr seht schon, wir haben jetzt nicht ultra viel Sirup, aber... Ich glaube, ich mache alles falsch gerade. Ah, viel zu heiß! Und jetzt hauen wir hier langsam den Zucker mit ein bisschen Rohrzucker, hat er gesagt, rein. Weil, weißt du warum, Ilja? Natürlich erkläre ich dir das gerne. Mit Rohrzucker, weil der Rohrzucker, cool, dass du gefragt hast. Mit Rohrzucker, weil der Rohrzucker sagt Flo, dass das mehr... Ich kann also alles nicht. Hat so einen malzigen Geschmack. Hat einen malzigen Geschmack. Ich kollabier. Ich Cola-Bier, bevor ich ein Cola-Bier kriege. Flo hat in seiner Beschreibung Orangen stehen gehabt. Und dieses ganze Video, außer ich habe es jetzt mehrfach verpasst, benutzt er diese Orangen nicht. Da liegen auch einfach Orangen auf dem Küchentisch. Ich wusste nicht, warum, aber wir haben jetzt auf jeden Fall Orangen. Und ich habe auch noch ein bisschen Orangenabrieb mit hier reingemacht. Ich habe es auch vielleicht einfach falsch geguckt. Sonst machen wir unser eigenes Cola-Ding. Also es sieht zumindest aus wie so ekelhafter Cola-Sirup. Man sagen. Oh, I can't stop it, the gaze of feeling. Aber es sieht wirklich aus, wie als wenn man Cola halt aufkocht. Ne? Ja, ein bisschen. Also, es ist wirklich ein bisschen Zucker. Ich glaube, uns fällt heute noch ein Bein ab. Ich glaube, wir beide verlieren heute so ein Bein einfach nur. Ich habe auch so ganz viele Cola-Videos gesehen und so merkwürdige. Da war so einer, der hat so eine Öko-Cola gemacht und hatte ganz viele Schmetterlinge an der Decke. Und das, ich weiß nicht, ob. Ich glaube, er ist ein guter Kerl, so, aber das Video war komisch einfach. Nicht verstanden. Aber lebendige Schmetterlinge? Nein, oder so, einfach so ein Licht und dann sind da so Schmetterlinge an der Decke. Ach so. Und ich weiß nicht, ob es mich gestört hat oder ob ich es gut fand. Aber wir haben noch Zucker übrig. Ilja, wir hatten zu wenig Zeug. Ich glaube, wir haben schon überzuckert, übersäuert und alles, was wir machen konnten, falsch gemacht gerade eben. Besonders diese heiße Plörre da reinplatschen lassen auf Stufe 9. Und das hier muss jetzt trocknen. Ich habe so ein bisschen... Es muss abkühlen, nicht trocknen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass unseres aushärtet und einfach wieder Zucker wird. Diabetes Level over 9000. Das ist her. Es riecht nicht wie Cola. Weil bei Flo war es nicht anders. Der meinte auch im Video, dass es einfach sehr nach... Nach gar nichts riecht. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, wie man jetzt schon wieder so viel falsch machen kann bei so einer einfach. Ich weiß nicht, warum das einfach kein Talent ist, was mir in die Wiege gelegt wurde. Also, brauchst du dich zu probieren? Nee, also wirklich nicht. Okay, wir müssen dringend das Ding jetzt hier leer machen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das ein bisschen runtergekühlt ist. Und dann rühren wir das Ganze mal an. Boah, Alter, okay, wir müssen das... Oh Gott, das muss jetzt schnell aus dem Topf raus, weil sonst haben wir einen Topf weniger. Ah, ha! So, herzlich willkommen zurück. Wir haben uns gerade noch so ein bisschen eingestimmt auf diese wirkliche Breimasse. Ich weiß, Flo hat abkühlen lassen, aber da ich jetzt sowieso ja schon ein bisschen anders bin... Das sieht echt aus wie so ein schlimmer Film. Das ist wie hier. Der Spider-Man. Oh mein Gott, Egon, es bewegt sich. Wie ist denn dieser Spider-Man-Film hier, der neue? Venom? Venom. Das sieht aus wie diese Venom-Dinger, die dann so machen, noch so. Hallo Michael, ich mag dich. Ich mag dich. Und ich zerstöre die Erde nicht, weil... Du bist ein Loser. Ich mag dich, denn wir brauchen einen Plot-Twist. Ja, ja, genau. Ich freue mich schon auf Deadpool 3. Ja, boah, ja. Wir benutzen hier das gute Wasser von Klar, ohne wirklich Marken nennen zu wollen. Das ist Wasser von Klar. Ich werde jetzt hier ein bisschen aufschütten. Das ist natürlich Sprudelwasser. Kaltes, klares Wasser. Und dann werden wir das hier reinfüllen, damit wir auch eine coole Cola-Flasche haben. So, ist die Frage jetzt, ob sich dieses Zuckergemisch absetzt über... Ja. Absetzt. Einfach so ein Griff. Hallo, Sir. Also sieht zumindest nicht falsch aus. So, das kannst du nicht sagen, ne? Das ist halt eher schwarz, ne? Und halt die Lebensmittelfarbe so. Also es riecht. Riecht gut.
Schmeckt gut. Jetzt einmal so in die Nase. Es riecht. Moment, das ist noch nicht die perfekte Rezeptur, die ich hier angehäuft habe. Das System funktioniert folgendermaßen. Ich erkläre es dir. Wenn ich das hier umrühre, geht die Kohlensäure aus dem Wasser aus. Ne? So. Besonders, weil ich relativ heftig umrühren muss, weil unser Sirup zu dickflüssig ist. Deswegen nehme ich viel von unserem Sirup und schütte darauf dann das frische Wasser auf und rühre dann leicht um, geht weniger Kohlensäure flöten und der Geschmack ist dann hoffentlich intensiver auf die Menge. Der Sirup muss eh weg, von daher rein mit der Olga. Und dann wird es geschmacklich bestimmt ein Feuerwerk. Die Flasche muss voll werden. Ja, ich habe schon. Ob die Flasche voll werden sollte, ist eine andere Debatte, die wir wann anders führen. Nach einem. Also, wie gesagt, gerade eben war es nämlich noch nicht so intensiv. Deswegen, also bin ich ehrlich. Deswegen möchte ich da jetzt den. Und das ist wirklich unser ganzer Sirup. Dann schütten wir den Rest mit Whisky auf. Ich finde das irgendwie alles nicht gut, was wir hier gerade machen. Das wirkt so, als würden wir gerade eine ethische Grenze überschreiten. Warum ist Moonshine verboten und das nicht? Ne? Guck mal, wie das schäumt. Das wird einfach. Der Schaum bleibt. Hä? Ist es denn gut oder scheiße? Ich kann es nicht sagen. Das ist mein Problem. Machen wir das jetzt so lange, bis das leer ist? Oder? Ja, ich glaube schon. Aber ich weiß dann, was ich in mir drin habe und irgendwie will ich das nicht. Ich glaub, das kann ja nicht schlecht sein, wenn du die ganze Zeit weiter probierst. Also es schmeckt halt und ich glaube, wir haben gerade Ahoi-Brause entdeckt. Es schmeckt wie abgestandene Cola, kein Scheiß jetzt. Ich mach dir mal ein Glas hier. Hier, du weißt jetzt gleich, was ich meine. Ja, wie abgestandene und etwas angekochte Cola. Ja. Weil es noch so ein bisschen sirupig ist. Ne? So ist denn die Kohlensäure so krass raus? Weiß ich auch nicht. Besonders das zweite Mal habe ich jetzt ja nicht mal umgerührt. Das habe ich halt wirklich nicht. Machen wir doch mal unsere selbstgemachte Cola-Flasche. Da wird höchstwahrscheinlich sowieso noch ein bisschen Wasser nachgegossen. Wollen wir das nicht über dem Waschbecken machen? Ach, Ilja, du kennst mich nicht. Es gibt wenige Sachen in meinem Leben, die ich gut kann, aber... Ich muss kurz absetzen. Ein Reinlutzen in so eine Flasche. Nein, ich krieg das hin. Sei nicht immer so skeptisch. Du musst auch mal Leuten Vertrauen schenken. Vertrauen für die Sachen, die Leute gut können. Vertrauen für die Sachen, die schon damals Axl Rose zu mir gesagt hat, als ich der Apfeljunge war für Axl Rose bei Guns N' Roses. Zu mir gesagt, wer sind Sie? Bitte ziehen Sie sich an. Seien Sie nicht Backstage. Was soll das? Ich glaube einfach, dass der Sirup die Kohlensäure unterdrückt. Ich glaube, wir haben hier so ein, CDU-CSU-Europaparlament-Sirup geschaffen, der einfach so alles unterdrückt, was ihm in den Weg kommt. Aber es sieht gut aus, ne? Ja, und jetzt noch so ein Soda-Stream. Da Kohlensäure. Da habe ich viele Kommentare zu gelesen, dass man es nicht machen soll, weil dann macht es Rabum. aber ja, also es sieht nicht schlecht aus. Frisch. Frisches Zuckerwasser. Scheiße, ey. Das ist wirklich spannend. Ich glaube, das muss natürlich nur ein bisschen gekühlt werden und eine Nacht stehen, weil dann entfaltet sich die Kohlensäure erst richtig. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Fuck, Alter. Hört unseren Podcast. Er ist der Top 10 beste Comedy-Podcast auf Spotify. Schaut da vorbei, Link ist in der Beschreibung zum YouTube-Kanal und zum Spotify-Account. Ich mache da viel Werbung für in letzter Zeit, weil das wirklich sehr lustig ist momentan. Hört euch alle Folgen an, Link wie gesagt in der Beschreibung. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wenn ihr neu dabei wart. Schreibt mir gerne mal, was ich für Sachen noch versuchen soll oder welche YouTuber richtig nachkochen soll. Das sind zwei verschiedene Formate, heute ist das irgendwie zusammengeflossen, sorry. Von daher, Dankeschön Flo, ich habe dein Video auch nochmal verlinkt. Ich habe es komplett falsch gemacht wieder. Oh, hätte ich mal einfach so einen Sternanis in den Mund genommen und dann wäre der ganze Tag so, fühlt euch eingewickelt in Sternanis, Leute, dann geht's auch. Boah, ich glaube, meine Beine tun weh ein bisschen. Ich habe so ein bisschen, als wenn sich so meine Wade auflöst. Ja, beide, aber das okay, ich muss dringend auf Klo jetzt, groß. Tschüss. Uiuiui. Oh. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da.
guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.